Guten Morgen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Es ist wieder Zeit für ein neues Video und dieser YouTube-Kanal soll ja vor allem in erster Linie auch für Berufseinsteiger sein, weil ich weiß genau, wie viele Schwierigkeiten ich hatte in meinem Berufseinstieg als Lehrperson und ich möchte einfach möglichst vielen Lehrpersonen Werkzeuge in die Hand geben, damit ihr euch ganz viel Kopfschmerzen und Stress ersparen könnt. Deshalb geht es im heutigen Video um 5 der wichtigsten, meiner Meinung nach, typischen Anfängerfehler, die man als Lehrperson macht. Wirklich so klassische Anfängerfehler. Je nachdem, welche Erfahrungen du schon gesammelt hast und wie dein Studium ausgesehen hat, hast du vielleicht einige dieser Probleme nicht. Du hast vielleicht andere Probleme. Aber ich habe jetzt wirklich diese 5 ausgesucht, weil ich denke, dass die wichtigsten sind, weil sie am meisten Arbeit ergeben, weil sie in die Grenzenlosigkeit führen können. Und das ist grundsätzlich ein Problem im Lehrerberuf. Es ist vieles grenzenlos und man muss wirklich selber lernen, Grenzen zu setzen. Bis dahin mache ich meine Arbeit, dort hört meine Arbeit auf. Ja, und es gibt vor allem 2 Bereiche, die Lehrpersonen den Kopfschmerzen verursachen können im Berufseinstieg. Das ist erstens die Unterrichtsvor- und Nachbereitung, weil es einfach so eine große Menge ist. Und zweitens das Klassenklima im Unterricht selbst. Dazu werde ich dann das Ganze in 5 Punkte zusammenfassen. Okay, wir fangen an. Fehler Nummer 1. Und das habe ich wirklich ganz, ganz schlimm gemacht in meinem Berufseinstieg. Nur die erste Woche oder vielleicht die ersten Wochen zu planen. Man beginnt mit der Vorbereitung und sammelt Materialien, überlegt sich, was man alles tun möchte. Und irgendwann merkt man, dass man noch gar nicht so richtig Lektionen geplant hat. Und dann sagt man sich, ich kenne die Klasse ja noch gar nicht so gut. Also werde ich zuerst mal ein bisschen was ausprobieren mit der Klasse und dann werde ich weiter planen. Also plane ich vielleicht die ersten 2-3 Wochen. Nun ist das Problem damit, ich sage jetzt mal beispielhaft, die erste Woche zu planen. Du planst die erste Woche, du nimmst dir sogar eine ganze Woche Zeit, um die erste Woche zu planen. Also du brauchst wirklich 5 bis 7 Tage, um, sagen wir, deine 20, 25 Lektionen, vielleicht ein paar mehr zu planen. Dann führst du diese Woche durch, hast einen Start mit der neuen Klasse, bei deiner neuen Stelle und dann am Freitag merkst du plötzlich, oh, jetzt muss ich wieder den nächsten Montag bis Freitag planen und letztes Mal habe ich eine ganze Woche gebraucht, um die erste Woche zu planen, aber jetzt habe ich nur noch das Wochenende und Erholung bräuchte ich ja auch noch. Also das einfach so als Beispiel, das Gleiche kann man natürlich auf 3, 4 Wochen erweitern, wenn man einfach nur kurzfristig denkt. Dann kann man das durchführen und man nimmt sich extrem viel Zeit, vielleicht macht man sogar sehr guten Unterricht in dieser Zeit. Aber wenn man dann ans Ende seiner Planung kommt, dann hat man das Problem, dass man zuerst mal nachbereiten muss und sich überlegen muss, wie geht es dann weiter. Und dann kommt man in Stress. Dann verliert man die Übersicht, man muss wieder vorbereiten fürs Nächste und so weiter. Das ist wirklich ein Problem. Nun, die Lösung dieses Problems ist, dass man anfängt, langfristig zu denken. Beispielsweise könnte man sich überlegen, wie könnte mein Unterricht über 6 Monate aussehen. Also nicht nur über eine Woche oder einen Monat, sondern über 6 Monate. Ich mache jetzt ein Beispiel, ich unterrichte das Fach Deutsch, das wären so 4, 5 Lektionen die Woche. Dann kann ich ausrechnen, gut, für 6 Monate, 4 Lektionen pro Woche, mache ich mal, was sind das, etwa 27 Wochen. Dann kann ich die Anzahl Lektionen Deutsch ausrechnen, die ich über 6 Monate habe. Dann sehe ich, das sind zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel, ist nicht genau ausgerechnet, aber sagen wir 100 Lektionen, vielleicht 150 Lektionen. Und jetzt ist das quasi mein Budget. Ich habe ein Budget von 150 Deutschlektionen. Und diese teile ich dann ein. Ich sage zum Beispiel, gut, 4 Lektionen pro Woche, das bedeutet für mich, schlussendlich, wenn ich dann eine Zeugnisnote schreibe, möchte ich mindestens 4 Beurteilungen gemacht haben. Vielleicht einen Vortrag, ein Heft, das Sie zusammenstellen müssen oder ein Journal oder sowas, eine Prüfung, ein Aufsatz, was auch immer, einfach so als Beispiel. Oder ich möchte sagen, dass ich dann diese 4 Dinge dann, jetzt bei mir, in meinem Fall, genauso verteile über diese Lektionen. Also ich mache zum Beispiel 5 Wochen das, 5 Wochen das, 5 Wochen das. Ich muss ja auch nicht zu allem Beurteilungen machen, aber einfach so, um das zu visualisieren, wie der Ablauf sein wird von diesen 6 Monaten. Also die Lösung ist wirklich, langfristig zu denken, über 6 Monate zu denken, gucken, was ist mein Zeitbudget von den Lektionen
und diese grob einzuteilen. Du kannst auch Pufferzonen einsetzen, wo du so ein bisschen offen lässt, damit du ein bisschen flexibel bist. Manchmal sind auch noch Schulanlässe und so weiter, wo man nicht immer alles genau planen kann. Oder etwas dauert länger, als man gedacht hat und so weiter. Aber einfach dieses langfristige Denken. Und dann kommt man top-down und bricht das Ganze herunter auf die kleineren Stücke. Also nicht nur an die erste Woche denken, sondern bitte an die nächsten 6 Monate denken, bevor du eine neue Stelle beginnst. So, Anfängerfehler Nummer 2 bei der Unterrichtsvorbereitung. Und die ist, eine Unmenge an Materialien und Arbeitsblättern und Aufgaben zu stapeln, zu suchen, damit man möglichst genug zu tun hat für die Schülerinnen. Gerade die Leute, die Erfahrung gemacht haben, dass eigentlich die starken Schüler, die schnelleren, wenn die schneller fertig werden und nichts mehr zu tun haben, dann fangen sie an, Blödsinn zu machen im Unterricht. Also ist eine Taktik gut, ich füttere sie einfach. Und man kann das machen, ist auch gut zwischendurch, aber das ist genau diese Grenzenlosigkeit, die ich meine. Und außerdem hat man dann das Problem, die Schüler kommen immer weiter, machen immer mehr und die langsamen oder mittelschnellen, die haben immer einen größeren Gap, einen größeren Abstand, der dann zwischen diesen zwei Gruppen entsteht und du verlierst wahrscheinlich die Übersicht. Ich zumindest habe sie verloren damals. Ja, und die Vorbeugung oder die Lösung von diesem Problem, dass man dann in einem Haufen von Arbeitsblättern und Aufgaben untergeht als Lehrperson und der Bürotisch sich nur so stapelt mit Schüleraufgaben, ist, dass man auch wieder auf diese 6-Monate-Planung als Beispiel, man kann natürlich auch Jahresplanung machen, zurückgeht. Das heißt, wenn ich sehe, gut, in 6 Monaten will ich diese und diese und diese Themen erreichen, für dieses Thema, ich sage jetzt mal 4-5 Wochen, suche ich diese, ich sage jetzt mal 10 Aufgaben, 10 Arbeitsblätter, 10 Seiten aus einem Buch aus. Diese 10 Seiten setzen den Rahmen, die Grenzen für dieses Thema. Und wenn Schüler schneller fertig werden, das sind meistens die stärkeren Schüler, dann kann man mit denen dann gucken, gut, du bist relativ selbstständig wahrscheinlich, weil du schneller bist, du bist wahrscheinlich ein starker Schüler. Was könntest du machen? Ich mache jetzt einfach 2 Beispiele. Eine Aufgabe wäre, ihnen eine Assistenzaufgabe in der Klasse zu geben und an bestimmte Schüler, die noch nicht so weit sind, zu betreuen. Und man kann diese Schüler natürlich auch wieder belohnen für diese gute Teamarbeit, für die Unterstützung von Mitschülerinnen. Die 2. Option ist, man überlegt sich spontan mündliche Übungen, die sie erneut mit diesen Aufgaben durchführen können. Sei das schnell abfragen, zu 2, zu 3. Einfach so kleine Dinge ihnen als Aufgabe zu geben, die dir als Lehrperson möglichst wenig Aufwand geben, aber die Schüler beschäftigen. Denn wenn die Taktik ist, einfach mehr Arbeitsblätter zu organisieren, das kann endlos sein. Also es geht um Begrenzung. Such dir ein Paket an Aufgaben aus, die zu einem bestimmten Thema gehören. Vielleicht kannst du ein paar Zusatzblätter organisieren, aber versuch nicht, diese Schüler, vor allem die starken, schnelleren, zu füttern, zu füttern, zu füttern. Das wird dich als Lehrperson wirklich nur dazu bringen, komplett die Übersicht zu verlieren. Und das stresst extrem, wenn man die Übersicht nicht hat, denn man verliert das Gefühl von Kontrolle. Okay, jetzt kommen wir zum 2. Bereich und das ist im Unterricht vor allem das Klassenklima. Und der quasi 3. Anfängerfehler ist in diesem Fall, dass man als Lehrperson den Stoff und die eigene Planung in den Mittelpunkt stellt und nicht den Schüler und die Schülerin. Das heißt, das habe ich auch schon in anderen Videos erklärt, man arbeitet zu wenig an der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, du kommst in den Unterricht, tagelang, wochenlang, willst du einfach das Zeug durchpauken. Und vielleicht hast du mal das eine oder andere kurze private Gespräch oder die Schüler fragen im Unterricht irgendwas über dich und du sprichst kurz über was anderes als den Unterricht. Aber wenn du den Schülern nicht zu spüren gibst, dass sie dir als Menschen wirklich wichtig sind, dann ist die Gefahr viel größer, dass, wenn Störungen auftreten, dass die Schüler nicht sofort wieder auf dich hören, wenn du sie bittest, ruhig zu sein beispielsweise. Weil sie kennen dich nur als Stoffvermittler, aber sie kennen dich zu wenig als Menschen. Und sie wissen nicht genau, wie du tickst oder was dein Hintergrund ist. Das heißt, vielleicht ist nicht ganz so viel Vertrauen da, wenn nicht eine echte Beziehung zwischen dir und der Klasse da ist. Also mein Beispiel von mir zu erklären, als ich meine erste Stelle angegangen bin, das war eine Stellvertretung, da hatte ich 2 Schülerinnen, die wirklich Probleme gemacht haben im Unterricht
Und jetzt so ein paar Jahre später muss ich sagen, ich kannte diese Schülerin gar nicht so richtig persönlich. Und vielleicht, wenn ich mir mehr Zeit genommen hätte, sie besser kennenzulernen, dann hätte ich sie erstens besser verstanden und zweitens hätten sie besser auf mich gehört, weil sie merken, dass ich mich für sie interessiere, also respektieren sie mich auch mehr. Das heißt, wenn sie gestört haben, hätte ich sie besser gekannt, hätte ich gesagt, hey, komm, machen wir weiter bitte, okay? Und das erlebe ich heute, ich mache das immer wieder, mir ist die Beziehung so wichtig zu meinen Schülern, dass wenn jemand stört, dann gehe ich hin und, keine Ahnung, vielleicht lege ich die Hand so auf die Schulter und sage, hey, machen wir weiter, oder? Dann sagt er, okay, ist gut, machen wir. Und dann gibt es gar keine Diskussion. Jetzt, nicht, dass es immer so passiert heute, aber viel, viel mehr. Und ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen, denke ich, kann ich das behaupten, dass das jetzt klappt, weil ich Beziehungen zu meinen Schülerinnen hergestellt habe. Also an erster Stelle muss der Schüler und die Schülerin sein, sie als Mensch mit ihren Interessen und nicht nur dein Fach, dein Stoff, was du durchstehen willst. Dann ist, das wissen wir alle, das ist nicht immer im Interesse von einzelnen Lernenden im Klassenzimmer. So, nun kommen wir zum vierten typischen Anfängerfehler als Lehrperson. Und zwar, wenn Störungen auftreten, wenn Schüler, keine Ahnung, schreien oder irgendwas sagen und vielleicht was Freches sagen, vielleicht sogar sehr etwas Freches. Und dann ist der Fehler, den ich auch gemacht habe und bestimmt sehr viele Leute machen und machen werden, ist eine Störung persönlich zu nehmen. Wenn ein Schüler schwatzt, laut ist, irgendeiner Form stört und du nimmst es persönlich als Angriff, weil es dein Unterricht ist, dann siehst du vielleicht zu wenig, welche verschiedenen Faktoren vorhanden sind, die zu dieser Störung führen. Und es ist gut möglich, dass es nicht so viel mit deinem Unterricht zu tun hat, sondern mit dem Hintergrund von der Schülerin oder gerade was in diesen Ecken des Klassenzimmers da passiert. Und die Lösung also zu diesem Problem, Störungen nicht persönlich zu nehmen, ist, verschiedene Perspektiven einzunehmen, warum das die Störung sicher nicht persönlich zu nehmen ist. Ein Beispiel wäre, Störungen sind einfach Alltag. Es gehört einfach zum Unterricht. Es wird immer Störungen geben, egal ob du heute Lehrperson bist oder noch in 30 Jahren. Es wird immer Störungen geben, so wie es auf der Straße immer Leute geben wird, die rasen, die irgendwo falsch parkieren. Ich sage einfach ein Beispiel. Aber es wird immer irgendeine Form von Störung geben. Also sieh es als einfach Alltag und du musst einfach damit umgehen. Da werde ich dann gleich im nächsten Schritt dazu kommen. Aber versuch, Störungen distanziert und sachlich zu sehen und zu denken, okay, mache ich, kümmere ich mich drum. Aber es hat nichts mit dir persönlich oder mit deinem persönlichen Unterricht zu tun. Und übrigens, wenn du, wie ich im vorigen Punkt gesagt habe, die Beziehung pflegst, dann wirst du auch merken, dass es dir viel einfacher fällt, es nicht persönlich zu nehmen, weil vielleicht hast du sogar so eine gute Beziehung zu diesen störenden Schülerinnen und du kannst die besser verstehen, warum sie vielleicht gerade schwatzen, vielleicht weißt du, was gerade in ihrem Kopf abgeht, weil irgendwas zu Hause passiert ist und so weiter. Also versuch nicht empört zu sein bei Störungen, weil das ist problemorientiert, sondern versuch lösungsorientiert zu denken. Versuch zu überlegen, da macht jemand Lärm, jemand stört im Unterricht. Was ist eine mögliche Lösung zu diesem Problem? Wie kann ich dem Schüler helfen oder der Schülerin, damit sie sich wieder besser konzentrieren kann? Da gibt es hunderttausende Wege, da musst du ausprobieren. Natürlich eine Möglichkeit ist, nach dem Unterricht ein persönliches Gespräch zu führen, wo es nicht nur um die Disziplin geht, sondern um das Persönliche, damit der Schüler oder die Schülerin mehr Vertrauen zu dir gewinnt und du so sie für den Unterricht gewinnen kannst. Und wirst auch merken, mit der Zeit wirst du immer weniger persönlich nehmen, wenn es Störungen im Unterricht gibt. So, ich komme zum allerletzten, fünften Punkt. Der fünfte klassische Anfängerfehler als Lehrperson im Berufseinstieg ist bei Unterrichtsstörungen, Klassenklima, inkonsequent zu sein. Bitte sag mal ruhig. Bitte sag mal ruhig, ich sag's jetzt das letzte Mal. Also bitte seid wirklich mal ruhig. Habe ich nicht vorhin schon gesagt, das war das letzte Mal? Als ich meine zweite Stelle begonnen habe,
Das war auch eine Stellvertretung. Da saß einmal der Schulleiter bei mir im Unterricht. Und dann hat er mir nach dem Unterricht gesagt, Davide, du hast dem Schüler etwa 3-mal gesagt, das ist jetzt das letzte Mal. Und ich habe das gar nicht realisiert. Aber als mir das gesagt hat, ist mir wirklich das Licht aufgegangen. Und mir ist klar geworden, weshalb ich so viele Probleme zum Teil im Unterricht hatte. So viele waren es jetzt vielleicht auch nicht immer. Aber einfach, man merkt das vielleicht nicht immer am Anfang, dass man sagt, jetzt reicht's, jetzt reicht's wirklich. Jetzt wirklich, das bringt nichts. Du musst, siebst einmal eine Verwarnung, dann ist wirklich letzte Chance und dann ist einfach fertig. Und du musst dir von Anfang an im Klaren sein, was die Konsequenzen sein werden. Das heißt, du hast bestimmte Klassenregeln festgesetzt, 3 bis 5 einfache Regeln, die sich einfach zu merken sind. Und dann muss ganz klar sein, was passiert, auch für die Schülerinnen muss das vor allem klar sein, was passiert, wenn sie sich nicht daran halten. Und so die wichtigsten Dinge, die meiner Erfahrung nach bis jetzt wirklich immer dazu gehören, ist, dass du alles dokumentierst, also dass du ein Schülerportfolio hältst oder sowas, wo du notierst, wie sich ein Schüler verhält. Da ist übrigens auch sehr wichtig, dass du natürlich auch ab und zu positive Dinge notierst, weil du kannst nicht nur negative Dinge notieren. Also Dokumentation. Und zweitens dann diese Dokumentation den Eltern immer weiterzuleiten. Sei es schnell per E-Mail, ein kurzes Telefonat, was auch immer. Und das ist ein Aufwand, den du betreiben musst, der sich nachher aber enorm auszahlen wird. Denn erstens, die Eltern werden, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen ein bisschen oder wirklich viel helfen und hinter dir stehen. Klar, nicht immer, aber ich sage jetzt mal in den meisten Fällen. Und wenn du eine Dokumentation hast, kannst du bei einem Elterngespräch oder nach 6 Monaten sagen, hey, ich habe hier 15 Sachen über dich notiert. 5 Sachen sind positiv und 10 Sachen sind negativ. Was tun wir, um dir deine Konzentration wiederherzustellen? Denn das ist ein Problem. Dann kannst du wirklich zurückgehen und hast etwas Handfestes, wenn du die Dinge immer notierst. Du kannst natürlich auch auf dem Computer machen, spielt keine Rolle. Und das andere ist, was ist wirklich die direkte Konsequenz? Zum Beispiel, ich mache es immer so, wenn ein Schüler oder eine Schülerin wirklich 2-3 Mal gestört hat im Unterricht und ich habe die letzte Verwarnung gegeben, dann schicke ich sie mal zuerst für 5 Minuten vors Klassenzimmer. Gewisse Lehrpersonen sagen, ist auch nicht gut und so weiter, ist einfach jetzt, wie ich es mache. Du kannst auch etwas anderes machen, aber einfach wichtig ist, dass die Schülerin oder der Schüler zu spüren kriegt, natürlich jetzt nicht wie früher, vor 50 Jahren mit dem Lineal auf die Hand, aber irgendeine Form von Geste, die den Schüler, die Schülerin spüren lässt, jetzt bin ich zu weit gegangen. Und meine Eltern werden informiert sein und irgendwann wirkt sich das auch auf mein Zeugnis aus, weil diese ganze Dokumentation, die wird hineinfließen in die Beurteilung über das Schülerinnen und Schülerverhalten. Also die Lösung zum Problem, inkonsequent zu sein, ist einfach, einen fixen Plan festzulegen, deinen persönlichen fixen Plan festzulegen, was meine Regeln im Unterricht sind, sprich meine Erwartungen. Und zweitens, was geschieht, wenn Schüler und Schülerinnen über diese Grenzen schreiten. Und das muss man unbedingt mit ihnen vorher, wenn man sie gerade kennenlernt, diskutieren. Natürlich am besten auch mit zu fragen, was braucht ihr, was für Regeln brauchen wir als Klasse, als Gemeinschaft, damit ihr am besten lernen könnt, damit ihr erfolgreich die Schule abschließen könnt, damit ihr die Noten erreichen könnt, die ihr wollt. Und dann kann man so diese Regeln zusammenpacken, dort einfach gucken, wie gesagt, dass sie einfach und übersichtlich sind, damit sie sich jeder merken kann. Du natürlich auch. Okay, das waren diese 5 Punkte. Ich hoffe, dass ihr etwas damit anfangen könnt. Vielleicht hat sich die eine oder andere Person jetzt gerade erwischt, sich selber bei deinem Ganzen, oder euch steht das Ganze noch bevor und ich hoffe wirklich, dass ihr diese Punkte nochmal durchgeht, eure eigenen Gedanken, eure eigene Ausführung dieser 5 Punkte notiert und euch überlegt, wie könnt ihr das angehen, damit ihr nicht diese riesigen Probleme, sage ich mal, die ich am Anfang hatte, auch habt oder zumindest nicht in so einem hohen Ausmaß wie ich. Weil ich hatte echt krassen Stress in meinem Berufseinstieg. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss etwas. Ich lese ja Hattie Visible Learning, das ist das Original in Englisch. Ich habe schon ein Video gemacht und ich bin jetzt etwa in der Mitte des Buches. Ich bin noch nicht ganz so weit, wie ich wollte. Aber ich werde nächstens mal irgendwann ein Video dazu rausbringen mit Kritik zuerst mal am Hattie-Buch. Es sind viele Dinge drin, die mir zwar gefallen, aber es sind gleichzeitig auch viele Ideen, die ich habe, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, was alles hier wirklich komplett ernst zu nehmen ist. Um ein Beispiel zu machen, Hattie nimmt Studien auch aus den 80er Jahren beispielsweise bis 2010. Das sind
30 Jahre. Und das Buch geht ja um Erfolg, Achievement in der Schule von Schülerinnen weltweit. Aber wie sollten wir Schulerfolg aus den 80er Jahren überhaupt vergleichen mit Schulerfolg aus 2010, weil dann wurde dieses Buch rausgebracht, sprich 2018, was jetzt ist. Es ist eigentlich 40 Jahre später. Wie will man aus 40 Jahren Gesellschaft alles in einen Topf werfen, was die Arbeitswelt angeht, was die Schule angeht, was das Denken der Menschen angeht, alles in einen Topf zu schmeißen? Ich weiß nicht. Aber trotzdem gibt es einige valide Punkte, muss ich sagen, wo ich finde, doch, das sollte eigentlich zur Pflichtlektüre von jeder Lehrperson gehören, die sich wirklich dafür interessiert, was didaktische und pädagogische Prinzipien sind, die den Erfolg von Schülerinnen an der Schule wirklich weiterbringt und nicht nur einfach, ich mache mal, was sich gut anfühlt. Was übrigens auch am Anfang in diesem Buch thematisiert wird, das ist echt spannend gewesen am Anfang. Und das werde ich dann bestimmt noch dann in ein, zwei anderen Videos präsentieren. Nicht Kritik, sondern positive Dinge von dem Hattie-Buch, wo ich finde, das kann wirklich für viele Lehrpersonen hilfreich sein, ihren eigenen Beruf besser zu verstehen und sich so weiterzuentwickeln. Das war's für heute. Wenn ihr das Hattie-Buch bestellen wollt, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Und auch Links zu anderen sehr guten Büchern für den Lehrerberuf, aber auch fürs Privatleben. Denn Lesen ist der Schlüssel, um sich weiterzuentwickeln. Und es macht einen einfach so zufrieden, wenn man jeden Tag unterwegs oder zu Hause mal eine halbe Stunde einfach ein bisschen liest über Dinge, die einen interessieren. Und es macht einfach mich persönlich jetzt sehr zufrieden. Ich hoffe, es tut euch das auch, wenn ihr es tut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.